Herr Rieder, Sie sind bekannt geworden als der Mann mit dem Röntgenblick. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Was sehen Sie denn, was andere Menschen nicht sehen können? Nee, ich habe die Fähigkeit, dass ich in den Körper hineinsehe, die Knochen und Organe sehe und dadurch feststellen kann, was nicht richtig funktioniert oder krankhaft ist. Wie haben Sie denn diese Fähigkeiten entdeckt? Können Sie uns erzählen, wie das alles begonnen hat? Das Ganze hat so 1977, 78 angefangen durch eine Fernsehsendung von Walter Bissecker, damals in der Sendung Panorama, da ist es gegangen über die Stimmen aus dem Jenseits. Und ein Freund, der Herbert und ich, wir sind halt nach Wien gefahren, damals zum Ingenieur Seidel, der diesen Beitrag geliefert hat. Und wir haben halt dann einen Freund gerufen, der mit dem Motorradl tödlich verunglückt ist. Und das Ganze funktioniert so, man nimmt einen Kassettenrekorder, tut eine Kassette rein, ruft irgendeinen Verstorbenen, fragt irgendwas, dann lässt man ein bisschen eine Pause, dann fragt man wieder was. Und wenn man sich dann zum Schluss die Kassetten anhört, dann hört man in diesen Pausen Antworten. Und der hat halt dann dazu gesagt, wie dieser Unfall passiert ist. Und das waren so Antworten, wo sie mir gedacht haben, boah, das gibt's ja nicht, die arbeiten da mit irgendwelchen Tricks oder versteckte Sender oder so irgendwas, weil das hat man glasklar gehört. Und wir haben das dann selber probiert und haben auch gute Erfolge gehabt. Und das war dann für uns so der Einstieg in so eine Welt, wo wir gesagt haben, okay, wir können sie das nicht mehr erklären. Nur unsere Ideen waren ja dann so, dass wir gesagt haben, okay, man braucht ja nur einen Tutankhamun rufen, wie es damals die Pyramiden gebaut haben und so. War aber nichts. Ja. Oder an Hitler, wieso, dass er nicht so und so agiert hat, dass der Krieg anders ausgegangen war. Aber da, es ist nichts gekommen im Prinzip. Und das hat uns irgendwann einmal nicht mehr befriedigt. Dann ist der Herbert dahergekommen oder irgendwas gehört über Tischlrucken. Jetzt haben wir also da so ein kleines Holztischl gebaut, drei Viers und ein vierte war ein Bleistift. Das haben wir bei ihm am Kucheltisch gestellt, drunter Backpapier. Dann sind halt so fünf Leute rund um den Tisch gesessen und da jeder so die Finger auf das Holztischl drauf. Und auf einmal hat sich das angefangen zu bewegen. Nur wenn da rund um ein paar Leute sitzen, man weiß nicht, wer schiebt das wohin so ungefähr. Und das Tischl hat aber dann nach ein paar so Versuchen angefangen, wirklich zu schreiben. Und auch so zu schreiben, dass der auf der anderen Seite das lesen hat können. Und das, boah, jetzt haben wir da irgendwie Verbindungen mit Geister, jetzt können wir, weiß Gott, was nicht alles außerfinden und so. Ja, aber die Antworten haben uns auch nicht befriedigt. Und dann waren einige Sachen dabei, wo sie halt dann ein paar Leute ohne den Herbert getroffen haben und der eine gesagt, ja, du, das, was mir ich gedacht habe, ist Tischl geschrieben und das, was mir ich gedacht habe, hat das Tischl geschrieben und so. Und das ist halt dann auch mehr uninteressant worden. Und dann ist der Herbert eines Tages dahergekommen mit Hypnose. So, jetzt lernen wir hypnotisieren. Ja, gesagt, getan. Ein freiwilliges Zwangsopfer hat er gebraucht, das war halt dann ich. Und ich habe dann auch hypnotisieren gelernt und wir haben dann so in der Diskothek und so Hypnose-Vorführungen gemacht. Und irgendwann sind wir dann draufgekommen, dass der Körper in Hypnose Dinge tut oder kann, die er normal nicht zusammenbringt. Und da hat der Herbert irgendein Büchel gelesen über Aura und Astralkörper und so und hat mich dann in Hypnose versetzt und hat gesagt, dass ich den Astralkörper sehen sollte. Ja, und dann sind wir jetzt so beieinander gesessen in einer Diskussionsrunde, in der sagt, na, wie siehst du mich denn jetzt? Sag ich, na ja, ganz normal. Er hat damals so ein gelbes T-Shirt und so eine blaue Schlosserhosen angehabt. Und sonst siehst du nichts? Nein. Ja, und okay, hat halt nicht funktioniert. Und wir haben halt dann so über alles Mögliche geredet. Und auf einmal sehe ich beim Herbert da bei den Hüften ungefähr so einen Rauch entwickeln auf die Seiten zu. Normal steigt er auf und das war so auf die Seiten. Und das ist dann so drei, viermal so breit worden wie er. Und dann hat sich dieses Rauchgebilde nach oben bewegt. Und wie sie das oben im Herbert getroffen hat, ist das zwischen dem Herbert und diesem Rauchrand alles so violett-blau, braun, fluoreszierend, so funkelnd worden. Und das habe ich dann in Herbert erzählt und er hat gesagt, naja, so wie du das beschreibst, könnte das der Astralkörper sein. Und das habe ich dann bei anderen Leuten auch noch gesehen und ich habe mir gedacht, ich, was kann er sich, ich bin so ein kleines Wunderkind und so. Und dann war irgendwie so der Gedanke, na okay, jetzt sehe ich da was, was keiner sieht, weil wir ja nicht gewusst haben, dass es Leute gibt, was den Astralkörper sehen. Und irgendwie war so der Gedanke bei mir, ich möchte die Knochen sehen. Und dann ist der Herbert wieder ganz normal vor mir gesessen
und kriegt plötzlich so einen Mittelscheitel und die Haare und das Fleisch fängt alles so ins Wegrinnen an. Und ich denke mir, hoffentlich bleibt da nicht ein Fleck im Teppich. So ein Gedanke vielleicht, mich wieder in das Realitätsbewusstsein zu holen. Und dann ist halt der Herbert nur mehr ein Skelett vor mir gesessen. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt sehe ich das, was außen ist, jetzt sehe ich die Knochen, aber zwischen den Knochen ist ja auch was drinnen. Und dann war irgendwie so der Gedanke, ich möchte den Herbert sein Herz sehen. Und dann hat da so ein Licht angefangen ins Leuchten und das ist immer greller geworden und der Lichtkegel ist dann immer größer geworden. Und wie das ungefähr so groß war, habe ich da drinnen was gesehen, das was so gemacht hat. Denk mir, Herz wird ja immer so aufzeichnet, aber es schaut anders aus. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich den Mann sehen und dann ist halt der Gras runtergewandert und dann habe ich den Mann gesehen. Und innerhalb von diesem Lichtkegel, den ich heute nach wie vor noch sehe, habe ich die Möglichkeit, mir jetzt ein Organ von der Oberfläche her anzuschauen oder so Millimeter für Millimeter in ein Organ reinzugehen. Und ich kann mir einzelne Zellen zum Beispiel auf so groß auch vergrößern. Nur das ist halt ein riesen Konzentrationsaufwand. Das Ganze hat sich so am 16. März 1980 im Beisammensitzen einer gemütlichen Diskussionsrunde ergeben. Und am nächsten Tag habe ich dann wieder versucht, in den Körper reinzuschauen und das hat eine Dreiviertelstunde gebraucht. Also zu konzentrieren, zu fokussieren, eine Dreiviertelstunde lang ist viel Arbeit so ungefähr und heute geht es halt relativ schnell. Eine so ungewöhnliche Fähigkeit ruft ja sicher auch Kritiker hervor. Wie gehen Sie denn damit um, wenn jemand sagt, das ist ja alles nur Schwindel? Früher im Grunde genommen, da war ich an jedem Biss haben nachgerannt, um den von meinen Fähigkeiten zu überzeugen. Nur das Ganze ist jetzt da 32 Jahre her. Und vor 32 Jahren hat man sich mit niemandem so unterhalten können, wie es heute oft im Fernsehen oder irgendwo gesagt wird. Weil durch das, dass wir, der Herbert und die halt nicht gewusst haben, was ist da passiert und so, jetzt haben wir sich dann an den mittlerweile entstandenen Verein für Tonbandstimmenforschung gewandt, weil das sind auch Leute, die sich mit anderen Sachen beschäftigen. Und da hat auch keiner sagen können, der Obmann, der Hans Lux zum Beispiel, er hat sich das nicht erklären können, weil irgendwie hat er das Ganze durch diese Stimmen aus dem Jenseits irgendwie angefangen. Und der Dr. Fiala, das ist ein praktischer Arzt, Medizinalrat und Gerichtsmediziner, der hat mich dann gefragt, was ich da im Körper sehe. Sag ich, die Knochen und Organe und so. Ja, Schulmediziner, naja, ein bisschen skeptisch in dem Sinn. Und dann hat er gemeint, was muss er tun, dass ich jetzt da bei ihm die Knochen anschaue. Habe ich gesagt, er soll sich so 3-4 Meter weit wegstellen. Dann habe ich ihn von vorne angeschaut und von hinten angeschaut. Und dann habe ich gesehen, dass er im rechten Schulterblatt da so ein Loch durch hat. Und das habe ich ihm gesagt. Und das war so eine fast niederschmetternde Antwort für ihn, weil er nicht gewusst hat, was da jetzt passiert ist. Weil das hat niemand gewusst im Prinzip. Und dieses Loch im Schulterblatt ist entstanden im Zweiten Weltkrieg durch einen Schrapnelldurchschuss. Dann hat mich der Dr. Fierler in seine Praxis eingeladen. Da habe ich 5 gut bekannte, befreundete Patienten von ihm angeschaut und da habe ich teilweise Sachen gesehen, die nicht einmal der Dr. Fierler gewusst hat. Weil ein Freund von ihm, habe ich gesagt, er hat auf der rechten Seite ist die Niere doppelt so groß. Er hat keinen Befund gehabt, dann hat er Ultraschall machen lassen und auf einmal sehe ich da rechts eine Doppelniere. Und das waren halt dann so Sachen, die was sie immer wieder irgendwo bestätigt haben im Prinzip. Ja. Und dann bin ich halt so von diesen Zweifeln irgendwie weggekommen, weil ich mir gedacht habe, nein, das kann ja gar nicht sein und so. Und dann war ich mal in einer Pathologie und da habe ich dann bei einem Patienten, der was verstorben war, im Gehirn einen Tumor gesehen. Und genau, den haben sie nachher dann im Kopf aufgeschnitten und genauso wie ich das vorher gesehen habe, nur farblich ein bisschen anders war es dann auch in Wirklichkeit. Und das war dann auch für mich so effektiv der Beweis, dass ich wirklich da in dem vor mir eine sehe im Prinzip. Ist das, was Sie sehen können, erfahrungsgemäß immer zuverlässig? Stimmt das, was Sie sehen, zum Beispiel mit schulmedizinischen Untersuchungen überein? Oder sehen Sie auch etwas, was man in diesen schulmedizinischen Untersuchungen nicht sieht, noch nicht sieht? Es ist so, ich sehe teilweise Dinge anders, ja. Weil
Für mich gibt es zum Beispiel einen Unterschied anhand von einem Magengeschwür, ob das durch, sagen wir, unregelmäßige Essgewohnheiten oder durch schlechte Ernährung und so weiter entsteht oder wenn jemand Kummer, Sorgenprobleme, Stress schluckt. Ja? Und da gibt es für mich einen Unterschied zu sehen. Ja? Und das sind viele so Unterschiede, die ich halt irgendwo erkennen kann. Ja? Weil zum Beispiel bei vielen Leuten ist mir aufgefallen, wenn da Mandel operiert ist, dass sie plötzlich die Schilddrüse anfangen zu verändern. Also da gibt es einen Zusammenhang im Prinzip. Ja? Mhm. Nur schulmedizinisch, naja, nicht so richtig verfolgbar. Oder damals, wo ich mit dem Dr. Fierler zusammengearbeitet habe, das war 82, 83, so irgendwo in der Richtung. Und ich habe damals gesagt, bei einem Krebspatienten, dass der Körper Eiweiß speichert. Ja, also von Eiweißspeichern war damals keine Rede nicht. Mittlerweile hat man es auch irgendwie herausgefunden, dass der Körper in der Lage ist, Eiweiß zu speichern im Prinzip. Ja. Oder Vitamin C zu produzieren. Das sind lauter so Sachen, weil ich halt da, ich habe monatelang nichts anderes gemacht, als wie Körper nur beobachtet. Was passiert, wenn jemand dann Kaffee mit Milch trinkt? Oder was passiert, wenn jemand Schmerzmittel nimmt? Oder, ja. Mhm. Sie sehen Ihre Tätigkeit also auch als eine Ergänzung zu anderen Heilmethoden? Ja, ich meine, es ist jetzt so, zum Beispiel, ich kann feststellen, dass jemand Allergien hat. Nur ich müsste dem dann jedes Mal mit dem Stoff einzeln in Verbindung bringen, um zu sehen, ob der Körper darauf reagiert. Und das ist einfach mühsam. Und jetzt schicke ich zum Beispiel zum Dr. Hubmann, der arbeitet mit Holopathie, der tut dann die Leute mit Quint-Methode auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien testen und das ist wesentlich einfacher. Mhm. Welchen Einfluss haben denn nach Ihrer Erfahrung die Gedanken eines Menschen auf den Krankheitsverlauf oder auch auf die Gesundheit? Sehr, sehr viele. Mhm. Nur man kann jetzt nicht alles nur auf diesen ganzen psychisch-seelischen Teil schieben, ja? Aber Gedankenmuster haben sehr viel zu tun. Zum Beispiel eine Patientin ist zu mir gekommen, die hat aufgrund von Unterleibskrebs hat dann Metastasen gehabt, 43 Chemotherapien überlebt im Prinzip und dann war es halt mehr oder weniger austherapiert, weil die Blutwerte so kaputt waren und die Metastasen in der Leber waren halt da und man hat so mehr oder weniger zum Sterben heimgeschickt. Und sie ist dann zu mir zum Behandeln gekommen und ich habe sie dann behandelt unter Anführungszeichen, weil sie mit den Händen was zu tun hat. Sie hat dann wirklich 2,5 Jahre gelebt. Die Lebensqualität war so hoch, dass sie im Grunde genommen auf 6000 Meter hohe Berge in Südamerika unterwegs war. Und bei der war es dann so, durch das, dass sie das immer wieder gebessert hat, hat sie dann also einen Proforma-Kontrolltermin in Anspruch genommen. Und dann haben sie gesagt, na endlich hat die Chemotherapie geholfen, weil die Metastasen fast weg waren. Dann hat es wieder Chemotherapie gekriegt und dann haben diese Behandlungen von mir nichts mehr gebracht, weil 90% der Energie hat es nur verbraucht, um diese Nebenwirkungen der Chemo abzubauen und die 10%, was dann für die Metastasen in der Leber über waren, haben nichts mehr gebracht. Und sie ist halt dann verstorben. Und da ist mir immer wieder dieser Satz eingefallen, den sie die ganze Zeit gesagt hat, sie will sie ja hinten nach nicht Vorwurf machen, dass sie nicht alles probiert hätte. Ja? Oder zum Beispiel ein Patient da von mir, der hat, das sind Steinmetz, der Vater ist verstorben, jetzt haben die Zwillingsbrüder die Firma übernommen und das war 89. Und die, durch diese ganze Erbschaft und so sind die dann streitert worden. Und der eine Zwillingsbruder hat zu seinem anderen gesagt, also wenn ich Leukämie kriege, die darf ich von dir nicht einmal Rückenmark nehmen. Das war 89. 94 hat man die Diagnose präsentiert. Mittlerweile haben sie die wieder vertragen, dann hat er von seinen Brüdern, Zwillingsbrüdern, Rückenmark gekriegt. Und normalerweise verbessern sie dann die Blutwerte, bei ihm nicht. Irgendwo Medizin angestanden, dann hat er den Weg zu mir gefunden und ich habe ihm dann beim Anschauen gesehen, dass zwischen zweiten, dritten Brustwirbel so eine Trennlinie drinnen ist, vom energetischen her. Das heißt, er hat das Rückenmark von seinem Zwillingsbruder nicht annehmen können. Ja?
Und nachdem ich ihm das gesagt habe, dann ist ihm das Ganze wieder bewusster geworden, Ursache erkannt, Wirkung verändert. Oder zum Beispiel eine Patientin von mir, die hat Angst gehabt, die ist schwanger geworden. Sie hat Diagnose gehabt, Gebärmutterhalskrebs, BAP4. Man wollte derer damals mit 27 die Gebärmutter entfernen und sie hat gesagt, nein, eigentlich nicht, weil sie will ja nur ein Kind kriegen, weil sie gerade wieder jemanden kennengelernt hat. Ich habe sie dann behandelt. Sie hat dann auch ihr Leben etwas verändert im Prinzip. Also diese Erkenntnisse, Ursache, Weiblichkeit, die hat sie ja verablehnt einmal eine Zeit lang, weil sie ihr Ex-Mann mehrmals betrogen hat und dadurch hat ihre Weiblichkeit so einen Knacks gekriegt und das war dann Auslöser für das. Zusätzlich den ganzen Stress, was sie dann gehabt hat, hat sie die Magensäureverhältnisse verändert, die Verdauung hat nicht funktioniert, sie hat Pilzgeschehen im Darmbereich gekriegt, die Pilze haben dann die Schleimhäute in der Scheide attackiert, die Milchsäurebakterien sind dann wenig aktiv geworden und der Übergang Gebärmutter, Muskel und Schleimhaut hat sie dann immer wieder entzündet, bis das halt dann irgendwann einmal BAP4 diagnostiziert worden ist. Und durch diese Sachen, was ich ja gesagt habe, was da alles mitspielen, hat sie dann ihr Leben in den Griff gekriegt. Und die ganze Zeit, wo sie dann schwanger war, hat sie immer gedacht, man, hoffentlich wird mein Kind nicht behindert, weil meine Gebärmutter ja nicht in Ordnung ist. Sie hat Fruchtwasseruntersuchungen machen lassen und alles Mögliche, was allein schon eine Gefahr verbirgt in dem Sinn. Und es hat immer geheißen, alles in bester Ordnung. Ja? Und wie dann der Tag der Geburt gekommen ist, hat sie diese Frau so dermaßen verkrampft, weil sie in der Nacht gerade wieder träumt hat, sie kriegt ein behindertes Kind im Prinzip, dass das Kind im Geburtskanal stecken geblieben ist. Für Kaiserschnitt war es also zu spät. Jetzt hat man diesen Burm mit allen möglichen auf die Welt gebracht im Prinzip und der hat einen schweren Sauerstoffmangel gehabt. Der ist geistig und körperlich schwerst behindert. Und das nur von diesen Gedankenmustern her. Also jeder Gedanke hat das Bestreben, sich zu erfüllen, nur ich beschäftige mich weniger mit dem, weil alles, was so im Zusammenhang mit Gesund und Krankheit ist, mit dem beschäftige ich mich. Aber wenn zum Beispiel jetzt jemand einen Lotto-Sechser will, der denkt dran, warum kriegt er dann nicht? Ja, das sind für mich so weniger Sachen. Nur das ist halt jetzt so, wie soll man sagen, das, was ich sehe, das sehe ich. Ja? Und der Teil davon, der ist rot. Ja? Und auch jeder würde sagen, wenn er das sieht, das ist rot. Weil meine Mutter hat mir gelernt, dass das rot ist. Nur ich weiß nicht, ob sie das genauso rot sehen als wie ich. Ja? Also ich habe noch nie durch andere Augen geschaut im Prinzip. Also das, was ich sehe, das sehe ich im Prinzip. Ja? Und da zum Beispiel der Dr. Franz Minister, ich weiß, Eigenwerbung stinkt oder Eigenlob stinkt. Der Dr. Franz Minister, der hat in Deutschland ein Institut für Parapsychologie. Und der hat halt so durch diese Presse und durch die Öffentlichkeit, wo er früher zum Finden war, auf alle möglichen Heilerkongresse und so weiter und so fort als Referent. Und durch das, dass ja das bei mir mit Hypnose ausgebrochen oder entdeckt worden ist und er auch mit Hypnose arbeitet, hat er gemeint, er findet da irgendwie einen Schalter im Hirn, den ich da betätige. Und ich war dann fast 3 Jahre bei ihm im Institut und ich habe dort 200 Testpersonen angeschaut. Und von diesen 200 Testpersonen sind 186 Einzeldiagnosen bestätigt worden und von den 200 Leuten 5 Fehldiagnosen, wo sie hinterher 3 wieder bestätigt haben. Also wissenschaftlich 99% Trefferquote. Ist gerade in Ordnung. 100% war unglaubwürdig. Herr Rieder, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und weiterhin viel Erfolg.